Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, überall auf der Welt kämpfen wir gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Auch hier in Hamburg und bei unseren Nachbarn in Europa. Zurzeit, so scheint es, schaut jedes Land vor allem auf sich selber. Und die Grenzen in der EU sind zu weiten Teilen für den Personenverkehr geschlossen. Aber gerade in dieser ganz besonderen Situation möchte ich Sie einladen, mit uns über Europa zu sprechen. Ein europaweiter Ansatz, Covid-19 zu bekämpfen, ist enorm wichtig. Denn wir wissen, das Virus macht an unseren Grenzen nicht Halt. Wie finden wir gemeinsame europäische Antworten auf die Pandemie? Wie können die europäischen Errungenschaften, zum Beispiel die Freiheit des Personenverkehrs, erhalten werden? Wie bewältigt Europa die Folgen der Pandemie, wirtschaftlich, finanziell und sozial? Wie schaffen wir es in Europa, in dieser Zeit zusammenzuhalten? Diese und viele weitere Fragen thematisieren wir in unserer Europawoche. Sie kennen sie vielleicht aus der Vergangenheit. Sie findet in der kommenden Woche statt, vom 4. bis 10. Mai 2020. Und Sie können mitmachen und teilnehmen, wie jedes Jahr. Auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht persönlich bei Veranstaltungen begegnen können. Wir führen die Europawoche dieses Jahr digital durch und wir haben ein vielfältiges Programm für Sie vorbereitet. Mit unserer Podcast-Reihe Europa konkret, einer Podiumsdiskussion per Livestream und vielen hochrangigen Sprecherinnen und Sprechern, wie Michael Roth, dem Europastaatsminister im Auswärtigen Amt, Wolfgang Schmidt, dem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium oder Lynn Selle, der Präsidentin der Europäischen Bewegung. Ich lade Sie ein. Machen Sie mit bei unserer digitalen Europawoche 2020, Aufbruch in die Zukunft. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.